Wieder da. Ah, okay. Ja. OBS-Wiederherstellung erfolgreich. Also ich Jetzt bist weiß, du wieder dass. online irgendwie. Ja. Ja, Nur die gut. Verbindung zum Sind Chat ist noch wir nicht. wirklich wieder online? Also zumindest. Hallo? Geil, willkommen Hallo, im Chat. hallo. Jetzt bist du wieder Okay, da. hallo, sind wir wieder da? Hallo, hallo. Oh. Was denn ist? Scheint zu funktionieren. Okay, hallo, wir sind wieder da. Das Naja, Internet hier müssen ist wir irgendwann schalten. Das irgendwie. geht gar nicht. Oh, das ist das erste Mal, dass mein Stream abgekackt ist. Ja, bisher war What es irgendwie. happened? Internet einfach weg. Internet hat Schluck auf. War für ein paar Sekunden einfach so, ne? Ich dachte halt irgendwann, was steht denn da? Da war irgendwie Net by ISP, genau. Bei Internet Provider, so, ne? Wovon Ja, aber waren das ist wir? wirklich komisch, also. Weiß nicht mehr, wovon wir vorher dran waren. Halloween. Ach ja, stimmt, Dinge, die ich schon gefragt hatte. Andere noch? Ah, genau, ich wollte eigentlich erzählen. Ich habe auch ein cooles Kostüm für uns drei gefunden. Auf Ach Instagram und so, so. ja. Und zwar geht einer als Putzkraft, so in diesem typischen Overall. Der andere oder die andere geht als dieses Schild, wo man steht, so Wet Floor, Achtung, ne? Vorsicht, rutschig. Und genau, und Mia und die Person oder ich zum Beispiel hätte dann so einen Wischmopp in der Hand. Und das Lustige ist aber, dass der Mob unten, das wäre Mia. Also Mia geht dann sozusagen als Mob und ich halte dann so den Stiel. Und ja, dann geht man sozusagen als Putzkolonne. Mias Leine wäre dann einfach ein Holzstiel und dann sieht das aus, als wäre sie ein Genau, Wischmopp. als wäre sie ein Mob. Und das wird noch gut passen mit Mia, weil die auch Chewbacca. so schon ein bisschen aussieht wie so ein Mob. Auch, ja. Ja. Wäre auch passend. Von daher, das wäre das perfekte Kostüm für uns drei. Dann würde ich oder Lena, je nachdem, als Putzkraft gehen, die andere Person als Schild. Und Mia als Ich Mob. will kein Schild sein. Doch, dann bist du die Putzkraft, dann geh ich als Schild. Die sehen ja, also mit dem lila Ton sehen die doch Wie heißt du denn, relativ, Lena? sehen die irgendwie Halloween-mäßig aus. Dabei sollen das eigentlich keine Halloween-Emotes unbedingt werden, sondern so generell. Die sind sehr lila-lastig irgendwie, ne? Sehr, sehr. Dann wird vielleicht besser, wenn ich jetzt so ein bisschen noch Licht einbaue. Hier rutscht die ganze Zeit mein Oberteil hoch, dass ich hier bauchfrei sitze, was irgendwie ziemlich kühl ist. Momentan. Elfiger Primer hat noch Chewbacca. Nein, nicht als Chewbacca. Wenn dann als diese kleinen süßen Star Wars Wesen da von den neueren Teilen. Wie hießen die nochmal? Waren die von den neueren Teilen? Ne, die gab es auch älter. Frag mich nicht, ich Ach, diese kleinen weiß. Teddybärchen Ja, ich da. weiß, was du meinst, Ja. aber ich weiß nicht, wie. Ich Die waren aber auch in den älteren Teilen. kann mir Namen nicht merken. Ich Ja. kann mir nur Wookie merken. Ein Wookie. Ja, das ist der Chewbacca. Ja. Und das sind die kleinen Wookies. Mia übt schon mal für ihr Kostüm. Die möchte ein Wischmopp sein. Ja. Ein Lappen, der runterhängt. Ja, da seufzt die Seufz. Mia. Ein Seufzi-Hund. Sind wir eigentlich noch da? Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit Angst, dass wir nicht mehr online Also sind. das ist ja tatsächlich schon rechts dieses grüne Licht bei OBS. Da siehst du ja auch woanders. Und sogar wie schnell die Das Verbindung hier? ist. Nee. Nee, bei OBS. Da, Nee, nee. in OBS. Links ist OBS. Bei dir. Was denn? Der Bildschirm links. Da ist OBS. Ach, da unten der lila, Ja. der Nein, genau, lila. grüne Das ist eine Punkt. Lila-Grün-Schwäche. Okay. Da Ja, siehst du, dass du online bist und sogar wie okay. schnell. Obwohl es mich ein bisschen überrascht, weil ich da mehr erwartet hätte und weil es eigentlich auch immer mehr war. Glaube ich. Ja. Okay, Werbeunterbrechung. Werbung. Natürlich. Was sonst? Was? Streamshow? Wieder weg?
Ist der Stream schon wieder weg gewesen? Oder ist weg? Ja, okay. Aber, ja, ich... Siehst du, Frank hat mich eben noch gefragt, so wie als ob dich der Stream mobbt, als ob ich dich mobbe, als ob die Leute... Natürlich! Das ist ja Witze, das ist ja, man darf ja wohl noch lachen. Nix darf man. Nicht mal lachen. Nein. Nicht mal zwei Leute verarscht. Ja. Biber ist süß. Biber ist ein Süßi. Werbung zu Ende, glaube ich. Stulle wird jetzt verbannt. Oh nein, warum? Ja. Böse Witze. Oh nein. Lena gefährdende Witze. Was steht eigentlich auf meinem Yogi-Tee? Lass dein inneres Licht leuchten und inspiriere die um dich herum. Okay, ich lasse mein inneres Licht jetzt leuchten und inspiriere euch an. Und? Gar nichts gemacht, Lüge. Mir klappt's, inspiriere ich dich. Ich hab's auf Video. Videobeweis. Inspiriere ich dich. Du inspirierst mich, Frank. Wozu? Wie? Süßigkeiten zu essen. Okay. Das ist gut. Süßigkeitenindustrie braucht mehr Geld. Ich habe gehört, Menschen ernähren sich zu gesund. Ja, genau das ist ja. Heutzutage das Problem. Alle wollen so vegan leben oder was ich was. Hey, noch eine Werbeunterbrechung. Cool. Warum läuft denn jetzt so viel? Hä? Oder war das eben nur eine Ankündigung, dass jetzt Werbung kommt? Ah, das kann auch sein, ja. Ja, was willst du gerade sagen, Frank? Twitch hat ja Angst, dass der Stream wieder abkackt, also mach jetzt schnell ganze Werbung hintereinander. Schnell, die Verbindung ist schlecht. Werbung, Werbung, Werbung. Ihr könnt jeden Moment aufhören zu streamen, schnell. Schaltet alle Werbung. Das hat jetzt auch neu angefangen zu zählen, sehe ich gerade, die Zeit im Stream unten. Oh, Minuten. Tatsache. Oh, vielleicht haben wir dann wirklich zwei Streams versehentlich draus gemacht. Auf Twitch meinst du jetzt? Ja, weil die OBS Unterbrechung. Schon noch am Aufnehmen, eventuell war die Unterbrechung zu lang. Aufnehmen tut es gerade gar nicht, kann es sein? Aufnehmen tust du gerade gar nicht, ne? Das nimmt automatisch auf. Ah, okay, was meinst du? Nee, ich meine nur, weil ich dachte, in OBS würdest du das aufnehmen. Warum juckt denn jetzt meine Nase? Ich kenne mich ja nicht mit deinem, weil da steht jetzt nichts an Aufnahme, ne? Ja, nee, das ist normal. OBS. Ah, ja, okay, okay. Also in OBS nehme ich auch nicht auf. Ah, nee, okay, ich wusste es ja nicht, deshalb. Ja, nee, wahrscheinlich. Also ich weiß, du hast so einen 2-3 Minuten Schutz irgendwie, dass wenn die Internetverbindung mal schlecht ist, dass dein Stream dann nicht gleich beendet ist. Mhm. Aber das war wahrscheinlich eben einfach zu lang, dass da trotzdem beendet worden ist. Nein, aber der Chat ist ja noch da. Ja, aber jetzt ist nur noch eine Person da. Ja, das stimmt. Aber ich meine, weil der Chatverlauf ist auch noch da und sowas. Das ist ein neuer... Ja, weil es die ganze Zeit offen war. Weil das Fenster und so das gleiche ist, glaube ich jetzt. Ich mutmaße jetzt auch, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Hammelstöde sagt, meine Steuerungstaste ist gut. Das ist nicht gut. Es gibt ja noch eine andere. Es gibt ja rechts die auch noch. Musst du dich halt jetzt nur umgewöhnen. Musst du für Steuerung C, Steuerung V, musst halt ein bisschen Dehnübung machen. Warum? I rechts, ja, rechts ekelhaft. Und uns auch die rechte Pfeiltaste nie. Nutzt immer nur die linke Pfeiltaste. Für alles. Linke und untere. Nur links unten. Habt ihr eigentlich den Kuchen heute zu zweit allein gegessen? Was? Hab das sogar noch mitbekommen. Ich dachte, ihr lasst mir was übrig. Also ich wusste nicht, dass du was willst. Ich dachte, nein, ich will das jetzt hier nicht öffentlich sagen. Das könnte gegen dich verwenden. Der kratzt sowas. Das habe ich nicht gesagt. Das hat mein Papa gesagt. Ja, das hat aber, der wäre so bitter. Ja, und deswegen habe ich ja die Rosinen, die keine Rosinen sind, da rausgepiddelt und dir gegeben. Kabelstühle, warum kann man den Windows-Key nicht remappen? Du bist jetzt!
Lenk nicht vom Thema ab. Windows Key eventuell relativ wichtig. Du hast Kuchen gegessen und ich habe nichts abbekommen. Also erstmal hätte der Kuchen gestern schon gegessen werden sollen. Ja. Und zweitens habe ich das so verstanden, dass du den ja nicht haben wolltest, denn ich sollte den mitnehmen. Dass Nico und ich den essen, war ja nicht mal der Plan. Nein, ich wollte auch Kuchen. Nein, es ist immer noch Kuchen. Du hast sonntags gesagt, du willst keinen. Ja, aber dann war halt welcher da. Aber Frank. Aber jetzt war halt welcher da. Wir haben noch Kuchen, wir haben noch Donauwelle. Das ist nicht das Gleiche. Wir haben noch Eis. Haben wir? Glaube ich. Bist du dir sicher? Bevor du mir was versprichst und dann ist kein Eis da. Im Zweifel meine ich die Eiswürfel. Aber Donauwelle eh besser. Wir haben noch Strudel. Strudel. Du bist auch so ein Strudel. Ein guter. Ein guter Strudel? Ja. Weiß ich nicht, ob du ein richtig guter Strudel bist, Frank. Vanille oder Kirsche? Dann eher Vanille. Oder Apfel. Apfel. Gibt der Apfel oder Kirsche? Vanille ist ja die Soße nochmal. Apfelstrudel oder Kirschstrudel? Genau. Dann machst du ja Vanillesoße drin. Du bist auf jeden Fall der bessere von beiden. Also Apfel. Dann bin ich Apfel. Kirsche. Ja, ich denke. Ich würde sagen, Apfel ist nicht der bessere. Kirsche ist nicht. Ich würde auch sagen, Kirsche. Kirschtasche ist auch immer besser. Aber auch nur, weil Kirsche noch so ein bisschen besonderer ist als Apfel. Kirschtasche gab es nämlich bei einem gewissen Fastfood-Restaurant auch immer nur im Winter. Die ist aber viel besser. Apfeltasche hast du immer bekommen. Die ganze Zeit über. Kirschtasche besser. Eindeutig. Ich finde, glaube ich, nichts von beidem gut. Kirschtasche. Punkt. Hey, die Apfeltasche ist sogar vegan gewesen. Ja, das ist sie immer noch. Mir egal. Okay. Eklige Restaurants sind eklig. Das stimmt. Da hast du was. So. Direkt viel heller. Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an. Mein VR-Deck. VR-Deck, ich bin auch. Mein Steam-Deck kommt auch bald zum Einsatz, endlich mal. Mein Stream-Deck. Mein Steam-Deck. Mein Steam-Deck, ich habe das ja schon eine ganze Zeit lang, aber bisher konnte ich es noch nie so richtig benutzen, weil ich halt keine Zeit hatte. Oh, für was kommt das denn zum Einsatz, Lena? Farming-Spiele. Wow, welche? Nein, Moment, das andere Spiel, was ich... Nein, Frank, wir reden im Stream nicht über Spiele, weil Leute das spoilern könnten. Wie oft soll ich das noch sagen? Nein. Wir reden über keine Dinge, die man uns spoilern könnte. Wir haben aber gerade nur nette Leute im Stream. Oh, Stühle macht wieder süße Emotes. Aber ja, bald kann ich mein Steam Deck endlich mal benutzen. Und ich habe nochmal meine Steam-Bibliothek durchgeguckt und festgestellt, dass ich ganz viele tolle Spiele habe. Ja. Sehr viele so cozy Farm-Game-Zeug. Ja. Und dass für Stardew Valley bald ein etwas größeres Update kommt mit neuem Inhalt. Und ich denke so, ja. Crazy, ne? Wenn so nach Ewigkeiten immer noch neue Updates kommen. Ja. Von so beliebten Spielen. Der Entwickler ist halt cool. Stimmt, ich muss immer noch den Dead Cells DLC spielen. So viele Spiele. Oh nein. Wie bekommt man den Mist auf? Oh nein, schreibst du jetzt deine Tastatur, die Tastatur. Ja, aber welchen Mist? Also, hä? Naja, wahrscheinlich, wie man die Tasten daraus bekommt, nehme ich mal an, oder? Oh, ja, da musst du eigentlich nur mit einem flachen oder spitzen Gegenstand runter. Und ja, dann so die Taste. Also einschiebt, kannst du jede Taste so rausnehmen halt. Das sollte einschiebt. Nimmst gleich den Hammer. Das ist, glaube ich. Ich glaube, mit einem Hammer wird es nicht so leicht. So eine Art ganz dünner Schraubenzieher oder so wäre wahrscheinlich einfacher.
Oder so ein Plektrum von einer Gitarre oder ne, so ganz dünne Gegenstände. Oder das Horn eines Einhorns. Das nee, könnte das auch gehen, wenn nee, du das greifst. Das halte ich für blöd. Außerdem gibt es keine Einhörner. Ja, das Horn von einem Narwal. Ja, mhm. Runter mit oder weiter. Vielleicht will sie ja runter. Was habt ihr denn heute so gemacht? Ich habe... Die Antwort ist eindeutig, Lena. Ich habe heute... Den Kopf wieder hingelegt. Gut, dann bleibst du. Ich habe heute... Was hast du heute? Gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich nicht. Ich hatte Besuch. Und dann war ich spazieren. Und dann habe ich gegessen und dann habe ich den Stream angemacht. Wir können noch weiter die Serie gucken, Frank, die wir gucken. Ja, über die ich nicht reden darf, weil das könnte heute spoilern. Genau. Wo aber die letzte Staffel dran ist. Könnten mehrere Serien sein, ja. Ja, könnten wir machen. Sollen wir dann gleich noch eine Folge gucken? Ja, sehr gerne. Bin mal gespannt, ob ich morgen dann auch schon Feedback habe, um weiter zu arbeiten. Richtig. Richtig, richtig. Jetzt, wo du doch keinen Besuch mehr hast und frei. Ja, ich arbeite auch. Natürlich, klar. Manu, ich hätte lieber heute und gestern frei gehabt. Dann hätten wir zusammen frei gehabt. Ja, das stimmt. Das wäre sinnvoll gewesen. Aber es hat leider nicht funktioniert. Nee, ich muss auf jeden Fall schon jetzt anbleiben. So. Finde ich gemein, dass du für den Besuch frei machst, aber nicht für mich. Musst du mich auch besuchen kommen. Muss ich dann auf der Couch schlafen? Ja, genau. Kann dir auch meine Adresse schicken. Muss ich nur vom Hund in Acht nehmen. Das ist ganz krass. Das geht gar nicht. Okay. Du pupst dich voll. Gammelstulle kann nicht mehr schreiben. Gammelstulle hat. Ich sehe auch Stulle irgendwie gerade irgendwie so mit Tasten in den Händen und dem Hammer irgendwie. Passt. Hallo, was soll da? Schlabbern. Ja, eigentlich schlabbern. Sie macht Einschlafschlabbern. Ja, aber mein Bein. Nicht an Franz Bein schlabbern hier. Wie sie hier auch hängt. Ja. Oh. Ja, sie aber nicht zu stören. Nein. Sind sie ein müder Hund? Wollen sie auf die Couch kuscheln? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das machen wir später noch, gell? Ja. Ja, schlabber. Oh, wir müssen übrigens. Ja, haben wir vergessen diese letzte Woche. Haben wir nicht gemacht letzte Woche. Wir haben ihre Krallen nicht geschnitten letzte Woche. Achso, ja. Nee, letzte Woche schon. Diese Nein, Woche letzte Woche nicht. Haben wir nicht gemacht. Okay. Was machen wir uns jetzt? Übrigens. Was? Warum? Wir brauchen wieder Medikamente. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie. Also, weil. Weil Tierarzttermin impfen. Ich dachte, das wäre vielleicht einhergegangen damit. Wann kommen wir nicht mehr hin? Mir eben mal so aufgefallen. Hm. Also ich meine, im besten Fall haben sie den direkt da, dann fahrst du direkt holen, ne? Aber so dann können wir leider nicht mehr warten. Das ist mir auch irgendwie gerade erst aufgefallen. Also, oh. Ich bin nicht die Person, die morgens immer die Tabletten nimmt. Nein. Nein. Ja, die anderen sind auch nicht mehr viele da. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr hinab. Das ist beides ziemlich leer halt. Hier habe ich aber tatsächlich auch bisher kein einziges Mal eine neue Dings rausgenommen. Du musst dir die ganze Verantwortung übernehmen. Ja, alles deine Schuld. Hörst du das mir? Hörst du das?
Am Futter bin ich auch schuld, weil ich hier immer derjenige bin, der die Säcke von unten vom. Ja, voll. Wenn ich mich hier verfahre, bist du schuld. Weil ich komme nicht von hier, deshalb bist du schuld, wenn ich mich verfahre. Wir streiten nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich sag Frank einfach nur ganz normale Tatsachen, ja? Nein. Das Mia. ja. Hältst du wirklich nicht runter? Du hängst doch hier wie so. Ja, dann setz sie doch runter. Ah, sie kommt. Wenn du denkst, dass sie. Ihre Antwort ist klar. Das haben meine Eltern auch immer gesagt. Oh. Lena, ihre Antwort ist eindeutig. Hier willst du runter. Ja, sie antwortet Da eindeutig. hält sie an ihrem Popo die ganze Zeit so Ja, damit komisch. sie nicht Runterfällt. runterrutscht. Damit sie nicht irgendwann einen Abgang hier macht im Stream. Mias Popo So. ist ein gefährliches Ja, das stimmt. Ah, das ist ja der Werkzeug. Schwanz davor. Er hält das zu. Mie. Andererseits, ne, wenn man so schön liegt, ist es schön warm, man wird schön gestreichelt, soll ich auch liegen können, gell? Aber wahrscheinlich denken wir, das ist voll unbequem, in Wirklichkeit ist das voll viel sehr Ja, so wie sie manchmal liegt, da ja. kann das durchaus als bequem zählen. Kleiner, Im Vergleich. lauschiger Körper hier. Ganz viel Pelz. So trägt man Pelz, gell? So trägt man Pelz. Flatteröschen. Flatteröschen. Oh, ein Flatteröschen. Mein ganzes Stream in Mias Ohren gucken. Oh. Oder auch nicht. Ich war gestern bei einer Zahnärztin. Ja. Ja, ich habe angerufen. Also ich habe selber angerufen und einen Termin gemacht. Und dann bin ich gestern da hingefahren. Ah. Bin zu Fuß hingegangen. Eine Taste ist durchs ganze Zimmer geflogen, Im wieder raus. Raushebeln. Im Raushebeln. Okay. Oh je. Also, beim Raushebeln, ach so. Piu. Ja, da sind so kleine Federn dran. Mia, so geht das aber wirklich nicht. Du knallst hier gleich runter. Nee, jetzt musst du aber wirklich. Ich war auf jeden Fall bei Nee. der Zahnärztin und ich war jetzt so 6, 7 Jahre nicht mehr meine Zähne gucken. Jetzt war ich aber wieder und mir wurde gesagt, meine Zähne sind toll. Machen Sie. Was machst du denn hier? Ah. Ich weiß, ich will mehr im Bild sein. Halt die Die gleich findest runter. du nie wieder, oh nein. Machen Sie, so geht es mir wirklich nicht hier. Ist runter. Wieso kriegst du den jetzt hier safe runter? Hängt er hier wie so ein Schluck Wasser. Muss ich mich hier Operation. Ja. entdecken, die Decke wegmachen? Operation Mia. Ja, dann lass ihn runter. Hier ist lieber Die Haare bleiben auch hier. Jetzt hat er den Beinen geholfen. Die bewegt sich auch kein Stück, wenn die Gib zu. sie mir. Die einfach wie so ein Sack, sich einfach fallen lässt. Selbst jetzt Benutzt ist. deine Beinchen. Ja, selbst jetzt ist sie noch so. So, fertig, Ah. bis da unten. Ja. Jetzt wird erstmal. Aha. Wie der Schuh aussieht irgendwie. Richtig zerfetzt Ich einfach. War ja auch schon ein wollte bisschen älter. gerade sagen, er hat aber schon viel mitgemacht, auch schon Aber ums. sie? Da müsste ich wieder hin. Kann man hier raus? Kann man raus? Darf ich jetzt wieder hoch? Mir, Ja, kann man raus? in die Beine nach da. In die Beine nach da. Nein. Rückwärtsgang. Der Stream muss kurz unterbrochen werden. Oh, eine Tastatur kann sehr schmutzig sein, Kabelstunde. Oh. Ah, kann ganz viel drunter landen. Mausi, bewegen Sie sich bitte Ja, über hier. Über ein hier. bisschen weg. Da. Sehr gut, so ein schlauer So, Hund. genau. So, dann bin ich wieder. Jo. Oh nein, jetzt mein ganzes Oberteil voll mit Mia-Haaren. Ja.
Mia wurde aus dem Stream. Ja. Du hast dir 10 Jahre lang nicht die Zähne angeschaut. Nicht anschauen lassen. Nee, 6, 7 Jahre, irgendwie sowas. Ja. Von einer professionellen Stelle wohlbemerkt. Ich glaube, Leute haben in dieser Zeit durchaus mal meine Zähne gesehen. In deinen Mund geguckt. Aha. Alles richtig nach. Alles riecht nach Erdbeere. Nein, dass ich neulich Erdbeeraroma drauf verkippt habe. Aha, okay. Mir leg ich doch einfach in deinen Körbchen. Hm? Hey. Du bist halt gerade ein bisschen unvorteilhaft. Hey. Ah, jetzt kann ich auch nach vorne gucken. Ja. Kann ich Grimassen machen. Ja, danke schön. Ich krieg's halt nicht mal mit teilweise. Jetzt guck ich die ganze Zeit, ob du Grimassen machst. Welcher Sadist von Razer macht bitte die Schrauben oben aufs Plate anstelle einfach unten, dass man jede Taste rausreißen muss? Ich kenne mich überhaupt nicht aus, wie Tastaturen gemacht werden. Wie tippst du denn gerade? Oder hast du noch eine Ersatztastatur? Handyflash. Smartphone. Hm. Eine, mindestens 10. Stelle. Ersatztastatur. Ich hab eine und die ist von der Arbeit. Guck mal, jetzt gerade Stream-Taste. Oder die heißt Stream. Kann ja, warum steht denn da Stream drauf? Ich heiße sie so. Cherry Stream oder so. Hm. Jetzt haben wir das eigentlich fertig. Als ITler hat man sowas. 10 Ersatztastaturen? Falsch. Ist das so? Hm. Ich habe 2, glaube ich. Also ich hatte lange Zeit auch noch eine Kabel gebunden über USB, aber die haben wir eigentlich nie gebraucht. Weil das Beste ist, ich habe erst nicht ITler gelesen, sondern Itler. Ich dachte nur so, Moment, was? Ich korrigiere als Messi. Ah, okay. Als IT-Messi. Oh. Hitler oder ITler, kann das sein? Ich glaube, das Ding war eher das IT, also IT halt nicht groß geschrieben, weil das war ich erstmal so als Hitler. Hitler? Ist mir nie aufgefallen. Also, okay. Dass man das so lesen kann, ja, mir doch nicht irgendwie. Hättest du das als ITler gelesen direkt? Weiß ich jetzt nicht mehr, du hast mir das vorweggenommen. Also, keine Ahnung. Oh, mein Tee. Oh ja, trinken. Der ist kalt. Ja, das ist schade. Aber du magst doch kalten Tee. Du musst dich da freuen. Nein, ich mag auch warm. Nein, ich trinke nur kalten Tee, weil ich den mal vergesse. Ich mag gerne warmen Tee. Aber der hat halt immer nur ganz kurz die richtige Temperatur. Nein, das ist auch nicht das, was ich machen möchte. Und also vorher ist er mir zu heiß und nachher ist er dann halt kalt. Und dann trinke ich ihn eben trotzdem. So, ich weiß, was ich machen wollte. Warum Hundi auch traurig? Mina zeichnet alle Tiere traurig. Voll fies. What the fuck, Lena? Ach, wer ist Mina? Ich dachte, du hast gerade eine Mischung zwischen Mean, also gemein in Englisch, und dann Lena. Mina. Wow, voll lauter Hund, ja. Lena und Mia vermischen sich.
zu Mina. Mina und Mia, die gehen zu Mina. 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 So, machen noch die Outlines. Weißt du, worüber lachst du? Wie süß sie da liegt und uns anguckt. Oh. Sie schaut zu uns hoch. Schaut zu uns auf. So, jetzt würde ich gern... Oh mein Gott, warte. Die Mina Saki, also dreifach vertan. Mina Saki? Auch eine Kunststreamerin. Oh. Ah. Okay. Was? Es gibt noch andere Kunststreamerinnen? Nein. Hat Lena ein paar Mal geradet? Aha. Aha. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie das mit dem... Was ist das jetzt mit dem? Sie hat Mina geschrieben. Das ist eine andere Streamerin. Könnte aber auch Mia sein, aber sie meinte Lena. Ah, dreimal vertan. Ah, okay. Lena ist eine andere Streamerin. Ja, und ja, könnte auch Mia sein. Jetzt verstehe ich. BKB, hallo. Treppenkolonie. Treppenkolonie. Treppe, also. Ich habe da ein M zwischen. Hallo, schön, dass du da bist. Achso, ja, sorry, ich wusste natürlich nicht. Ist gerade aufgetaucht, BKB, und dann hat jemand gefolgt. Bedeutet das? Ah. Ich war gerade dabei. So, das wollte ich machen. Ach, guck mal. Hätte ich mir aber, glaube ich, sparen können, oder? Sag einfach Treppe. Also, hallo, guten Abend. Nein, vergiss es mit dem Namen. Sag einfach Treppe, ich spreche den Namen eh falsch aus. Okay, dann Treppe. Okay. Finde ich immer hallo, gut. Treppe. Ja, finde ich immer gut, wenn die Namen einfach, wenn man die einfach aussprechen kann. Nein. Kann man nicht putzen. Mit Hass. Dann bis gleich. Das. Wow. Was tue ich? Ich habe den Überblick verloren. Ich weiß es nicht. So? Ja, so ist richtig, okay. Ah. Das ist das, was ich machen wollte. Jetzt habe ich die ganzen Skizzen hier noch an. So. Apple sagt, darf ich mal was fragen? Ja. Also nicht böse oder komisch gemeint, aber mich interessiert es. Ja, frag Dinge. Probiert mich. Ich werde mir sowas von gleich ganz gemütliche Sachen anziehen. Farben passen jetzt noch nicht ganz, wir müssen das ein bisschen dunkler machen an ein paar Stellen. Aber ansonsten sind wir relativ bald, ne? Sonst sind wir auch bald fertig. Jo. Überall sind hier Haare von mir. Von dir oder von dir? Nee, von Mire. Mire. 176 Follower, aber nur ein bzw. zwei Personen schauen dir zu. Ja, es geht nicht um Zuschauer, man macht es aus Liebe zum Zeichnen, aber ist doch sehr interessant, mal zu erfahren. Ja, also heute sind es tatsächlich erstaunlich wenig, also ich würde sagen so durchschnittlich so 5-6 Leute, ne? Eben muss man dabei sagen, waren es auch noch zwei mehr, aber dann ist der Stream abgekackt, weil das Internet weg war kurz. Das ist zum ersten Mal passiert, das war vorher... Ja, also eigentlich haben wir da nie so.
Ja, nicht so Pech. Also hier ist schon, dass das Internet hin und wieder abkackt, ne? Ja, Aber. aber alle paar Tage mal irgendwie kurz und Also morgens leer auch. die eigentliche Antwort ist, dass Frank, beziehungsweise vor allem ich, eigentlich sehr unsympathisch sind Genau, ja. und immer sehr gemein zu den Leuten, die hier Ja, sind. ganz Deswegen will genau. auch keiner da bleiben. Weißt du, die Ja. Leute kommen und sehen die Bilder und denken sich so, oh Hören mich nice, reden und gehen dann wieder das hab ich mal rein, ne? weiter. Und dann merken die, dass wir eigentlich scheiße sind und dann gehen sie. Nee, also das ist so. Ist okay. Wir haben heute noch darüber geredet, dass ich ganz schlecht darin bin, mich selbst zu vermarkten. Die Leute, die sind einfach beleidigt, weil früher gab es ein extra Mia-Cam für den Hund. Und seit die Ja. weg ist, kommen die Leute einfach nicht Ja, früher gab es halt eine mehr. Webcam, die den Hund extra nochmal gefilmt hat und die ist jetzt seit dem Umzug weg. Tja. Und Trepp hat noch geschrieben: Ach, und ich lerne gerade zeichnen, habe letzte Woche bei Amazon ein Grafiktablet gekauft. Und jetzt male ich auch. Meine Freundin ist Grafikdesignerin. Und sie malt gerne, habe es für sie gekauft eigentlich. Ah ja. Oh, jetzt kommt direkt Werbung für Ja, ich mach. den. Moment, habe ich richtig geschrieben? Jetzt ja. Discord. Discord. Wir haben so einen Discord-Channel, da kannst du gerne. Also ich habe tatsächlich, ich kann Kunst unterrichten, ja. Ich hab schon in Schulen unterrichtet und an der Hochschule habe ich Kurse gemacht und so. Und ich mache gern Tutorials und ich rede gerne übers Zeichnen. Das heißt, wenn du irgendwie Fragen hast oder wenn ich dir da helfen kann oder wenn du Feedback möchtest, dann kannst du gerne. Ich mache nur Vors. Ist auch okay. Auch okay. Wir haben da ganz viele verschiedene Leute. Wir haben Leute, die machen eher so Game Design. Wir haben Leute, die machen Cosplay. Das war die gleiche Person. Und dann haben wir Leute, die machen VR, so 3D-Sachen. Und Leute, die halt zeichnen auf Papier. Und Leute, die zeichnen digital. Ja. Wenn du möchtest, kannst du dahin. Musst aber nicht. Ne? Also fühl dich jetzt nicht unter Druck gesetzt, weil ich dir das so ins Gesicht geklatscht habe, ja. Eine Person, die zu Halloween immer Kürbisse krass Ja, findet. genau. Wir haben eine Person, die macht immer krasse Kürbisse zu Halloween. Aber auch nur dann. Ne? Das Rest vom Jahr kommt da nichts, sondern so Halloween, so bam, bam, bam. Krasse Kürbisse. Ja. Ja, also. Wir helfen alle gern, wenn jemand Feedback möchte oder so. Was ist das? Was passiert? Ah, Oh, abonniert! Oh, Gammelstulle hat eins hängt. danke! Ah, Stulle! Stulle! Hilfe, Druck, sie macht Druck. Nee, alles gut. Ich schaue dir euch erstmal zu und dann schauen. Stulle! Stulle, Gammelstulle. wenn ich direkt gesehen hätte, dass du das gewesen wärst. Hätte Ärger gegeben. Jetzt hast du lustige Emotes. Und 26 Abos. Oh, Stulle. Nicht. Wieder frech. Frech, Stulle. Ach, wäre es von Happy, dann hätte es ein Danke Ja. gegeben. Weil Stulle so übertreibt. Für immer. Das wird jetzt immer haften bleiben. Mello. Nee, tut mir leid, ne? Das ist halt jetzt so. Nur weil ich ein, zweimal was gegiftet habe, Ein, vielleicht zweimal. So dreimal. gerade am Anfang, ne, ist Stulle halt so voll ausgerastet. Mal 8 sogar, selbst das habe ich hin. Wer weiß, vielleicht machen wir auch bald mal bei einem Game Jam zusammen mit. Sollten wir da auch Ja. was fassen. Ja. Ich hätte Lust. Ja. Wenn das sogar über längeren Zeitraum Ach, geht. genau, das hatte ich jetzt auch gar nicht erzählt. Ja, sag, erzähl du mal zu Ende, bitte. Wenn das über einen längeren Zeitraum geht, könnte ich mir sogar auch eher vorstellen, dass wir das auch wirklich schaffen. Wenn das so ein Wochenende ist, muss ich mir dieses Wochenende, oder muss ich mir nicht frei halten, aber würde ich mir schon gerne dann auch dafür halt möglichst frei halten. Aber wenn es über einen ganzen Monat geht, ne? Ha.
Ich wollte noch erzählen, Ja. dass. Genau deswegen wollte ich es direkt erzählen, weil ich es jetzt nicht mehr ganz im Kopf habe. Ja, genau, wir wollten auf dem Server eventuell so eine kleine Idee starten, dass wir irgendwie alle zusammen an einem Spiel arbeiten oder sowas. Aber halt, also an einem Konzept einfach so, jeder macht das, worauf er Lust hat. Nicht, dass wir als Ziel ein fertiges Spiel haben, sondern dass wir halt einfach, ja, so ein bisschen, dass jeder was machen kann, dass jemand möchte was in 3D machen und fängt dann ein bisschen an zu überlegen, okay, was könnte da so 3D-mäßig gut reinpassen oder jemand irgendwie Konzepte macht oder irgendeine Story schreibt oder so. Also nichts mit konkretem Ziel, sondern wirklich einfach nur so zum Spaß. Aber das war eher Kais Idee. Deswegen, also praktisch sowas wie eine längere, nicht sehr strukturierte Game Jam. So ein bisschen, so ungefähr. Okay. Was mache ich denn da? Klingt cool. Ich habe mich gerade voll ablenken lassen. Ich wollte eigentlich die Farben ja hier machen und habe plötzlich irgendwie Das klingt Highlights cool. gemalt. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe aktuell halt bis meine Energie wirklich relativ gering. Aber ich würde halt echt gern was mit dem Discord-Channel mal machen, was mit den allen Leuten, die wollen. Wir wollten ja mal eine Game Jam mitmachen, aber das war ja dann blöd, dass wir ausgerechnet da auf eine Hochzeit waren. Das Ja, war dann und vom einmal waren Timing wir, als wir leider. umgezogen sind. Irgendwie, da war auch in der Stimmt. Woche, da sind wir einfach umgezogen. Ja, stimmt. Ja. Treppe hat auch noch geschrieben, schmale gerade an einem Ausmalbild von drei Schneemännern mit Baum. Das ist so interessant, aber weil ich es so gut machen will, bin ich schon 5 Stunden oder so dran. Boah, ja, das glaube ich. Sowas dauert am Anfang halt ewig. Ich kann das momentan gut nachvollziehen, weil ich halt auch Blender relativ neu lerne. Und da dauert auch alles eine Ewigkeit, wo du weißt, okay, Person XY braucht, die macht das irgendwie so in 5 Minuten und du sitzt da halt 3 Tage dran. Aber Lena, was ist denn Blender? Blender ist ein kostenloses 3D-Programm, mit dem man krasse Sachen machen kann. Oder meinst du wirklich, dass Womit alle Blender kennen? ich denke, die meisten Ja. kennen Blender, Na gut. aber kann natürlich auch sein, dass das wirklich einfach nur so meine Bubble Deshalb ist, habe ich dass das ich nämlich gefragt. da. Ich weiß auch, was Blender ist, aber ich dachte so, Ja. okay. Ist das so? Ich Wissen das alle? weiß, dass du weißt, was Blender ist. Sehr gut. Blender ist nämlich, wenn jemand so tut, als wäre voll krass, aber er ist es eigentlich gar nicht. Aber manchmal ist es Blender. Meistens kriegt man das von denen umsonst. Ich wollte noch nachfragen, was Treppe führen. Ach so. Gut, Krita. Krita, was ist Krita? Krita ist ein Zeichenprogramm, Ah, kostenloses. okay. Aber das ist auch sehr gut. Das wird von sehr vielen Leuten gelobt. Ich habe mit Krita, glaube ich, nie gezeichnet. Du benutzt Blender tagtäglich. Oha. Wow, cool. Was machst du für Sachen? Also was 3D. also was für Funktionen brauchst du in Blender? Machst du eher so Produktgestaltung oder machst du Stimmt. 3D-Modelle für Spiele oder Filme oder machst du Animationen oder kannst ja alles machen. Nun. Ah, Katja, Oh, hallo hallo. Katja. Hallo, hallo. Jetzt kommt, ja, damit mache ich Dokumente. Ja. Dann erstelle ich PDFs, Genau. wie ich mit jedem Zeichenprogramm. Was sind das für Emojis, die Katja da benutzt? Das sind Emojis, die uns nicht angezeigt werden können, sehen dann so aus. Nein. Ja, Katja, wir sehen nicht, welche Emojis du benutzt. Wahrscheinlich irgendwelche, oder? Hat Katja Apple? Ja, dann Gabelstadt sind hat es auch noch bestimmt geschrieben, ich welche. bin CEO übrigens von dem Projekt bei euch. Okay, ist in Ordnung. Das sind rosa Herzchen, sagt Katja. Und Treppe sagt, 3D-Druck, 3D-Modelle für Events und 3D-Modelle für Hochzeiten und Partys. Oh. Ja, die Herzchen sehe ich auch. Ah, das sind Panherzchen. Ja. Hier ist der Löwe mit dem Zahnpasta-Lächeln. Wo ist die Treppe, Trier? Katja. Den Kolonien. Trier ist out, alle wollen nach Köln, habe ich gehört. Ja. Kamelstulle, wo ist das Spiel, Lena Dick? Ich will Ergebnisse sehen. Langsam, langsam. Ja, wie auf der Ich wollte Arbeit. gerade sagen, Lena hat jetzt frei. Bitte stress sie nicht.
Ina braucht jetzt erstmal Pause. Treppe sagt, naja, cool ist das irgendwie nicht mehr, es ist halt mein Job. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Aber du kennst dich damit gut genug aus, dass du damit coole, kreative Sachen machen könntest, wenn du wolltest. Wenn du noch Zeit und Energie hättest. Nach der ich sag mal, alles, was ich jobmäßig mache, also generell auch freelance-mäßig, was mit Zeichen zu tun hat, finde ich jetzt auch nicht mega geil. Aber das meiste führt dazu, dass ich es noch besser kann und dann noch besser kreative Sachen umsetzen kann, die ich möchte. Und das ist schon mit cool, Blender ist das ja schon sehr ähnlich. Deswegen habe ich das ja gesagt, will ich ja zeichnen, das ist ja mein Beruf, weil ich früher ja so war. Ich muss irgendwas machen, wo ich möglichst viel zeichne, damit ich möglichst krass werde und besser als alle anderen. Gabi Stöhr sagt übrigens, Meeting in 15 Minuten, haben wir dir eben einen Termin zugesendet. Oh, verdammt. Ah ne, das war ja noch früh genug. Katja sagt, ja, unbedingt nach Köln. Momentan ist die Tendenz 7 von 8 für die WG. Oha. Was war 7 von 8? Ja, oder 7 zu 8 oder. Was sind 7 zu 8 denn für eine? 7 Achtel. Also so 7 ist... so. Moment, 7 ich weiß, 8, aber sag 8, mal. 7 bis 8, ach so, die Tendenz, ja, okay. Also die Person, die das entscheidet, ja. Wenn 10 wäre, wäre sie ja sofort jetzt okay, und okay. 0 wäre so, nee, auf gar keinen Fall. Und okay. Das 7 bis 8, das ist schon sehr, sehr gut. Okay. Also das ist so gut wie eingezogen. Ja, ich verstehe schon. Also Katja hat eigentlich den Koffer jetzt schon gepackt. Genau. Ist schon im Auto und ist schon auf dem Weg. Mhm. Okay. Ja, das ist sehr, sehr nice. Das finde ich sehr gut. Hey, genau. Dann haben wir dich ja häufiger hier. Guck, jetzt streamen wir. Basti, guckst während der Fahrt? Hör sofort auf. Oh, was sind das für Hunnis? Hunnis. Und ich werde überlesen? Oh nein, wo denn? Frank ist fürs Lesen zuständig. Naja, das haben wir aber gelesen. Naja, cool, das ist das irgendwie nicht mehr. Das ist halt mein Job. Das war doch, oder? Das war das doch. Oder war da oben noch was? Mhm. 3D-Druck, ne, das hatten wir aber gelesen. Da hatte... Habe heute eine Piratenparty gebaut und morgen geht sie in die Holzgestaltung und dann ist sie in 2 Wochen. Das hört sich aber schon sehr cool an. Ja. Also. Also natürlich verstehe ich das. Das hatte ich noch gesagt, das verstehe ich mit dem Job-Aspekt. Da hat Lena ja noch erzählt, dass sie halt eben gemeint hat, dass sie immer was mit Zeichnen machen wollte. So wie ich zum Beispiel auch immer programmieren wollte. Und jetzt, ja. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, natürlich, wenn ich das jetzt jeden Tag mache. Vor allem, wenn du ja auch andere Sachen programmierst, dass das dann schon nicht mehr so dasselbe ist. Weil du kannst diese Programmierskills natürlich, wenn du die Zeit und Lust noch hast, in deiner Freizeit auch noch nutzen. Ja, das ist so ein Ding, dass du halt dann Energie, ich habe das ja auch momentan, weil ich ja sehr viele Sachen auf einmal machen möchte, muss, auch wegen Arbeit, weil ich Portfolio aktualisieren muss eigentlich und so. Dass das halt schwierig ist, die Motivation und Energie danach noch zu haben. Ne? Du hast den ganzen Tag gearbeitet, dann hast du dich noch um sonstige Aufgaben gekümmert und danach musst du dann auch noch irgendwie nochmal ran. Das ja. Ist schon. Oder bei mir, dass es teilweise damit anfängt, dass wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze und meinen Laptop hochfahre, ich sofort Arbeitsvibes bekomme, obwohl ich mich gar nicht vorhabe, gerade zu arbeiten. Aber dass ich dann sofort schon diesen Schreibtisch mit Arbeit irgendwie assoziiere und deshalb lieber auf die Couch gehe und da zocke. Das hatte ich aber vorher auch. Also als in der alten Wohnung, ne, als ich ja selbstständig gearbeitet habe, da hatte ich das auch mehr als jetzt, wo ich weiß, ich arbeite von der und bis zu der Uhrzeit. Ja. Das trennt das besser als keine Ahnung, alles andere. Ja, das stimmt. Katja hat noch geschrieben, ja, komme dann immer unangekündigt bei Lena vorbei. Da freut sich Lena voll. Kriege dann auch du kannst so einen Zweitschlüssel, damit ich nicht mehr bei euch klingeln muss. Nee, wir haben das leider keinen. Den habe ich von Lenas Eltern. Du kannst, Franks Büro hat ein Fenster, was zur Straßenseite ist. Das heißt, du kannst einfach auftauchen und dann an Franks Fenster klopfen, während er im Büro sitzt. Kannst aber nicht reingucken, ich habe einen Vorhang. Haha. Ja, Frank sitzt da die ganze Zeit im Dunkeln mit dem Vorhang. Ja, ich habe Lichtern. Gammelstühle, heißt das, es stresst dich zu streamen? Ich? Was? Nee, das meinte ich nicht. Also Stream ist auch Arbeit, ist nicht Entspannung, weil ich die ganze Zeit unter Strom stehe, während ich streame. Also weil ich hier eine Stromleitung an jeder Stuhl. Ja. Aber ich meinte eher, dass ich nach der Arbeit dann an meinem Portfolio arbeite zum Beispiel oder halt
generell Dinge übe oder mich entscheiden muss, okay, will ich meine Skills in 3D besser ausbauen oder mehr 2D haben? Will ich generell aktuell... Habe ich gerade gespuckt? Ich bin ja ekelhaft. Spuck aber. Ich muss halt so ein bisschen Ausschau wahrscheinlich, ne, nach neuen Jobs und so gucken, suchen. Und das stresst mich halt auch schon direkt. Naja. Pepper hat geschrieben, ich muss 12 Schatzkisten bauen, ein kleines Schiff, 15 Holzbeine und dann noch Deko und auch vieles per 3D-Druck. Hast du auch schon, hast du schon mal so 3D-Sachen für dich irgendwie gemacht und ausgedruckt, die du irgendwie cool fandest? Ich sehe immer Leute, die halt so coole 3D-Sachen irgendwie teilen, die dann irgendwie praktisch sind. Oder so, weiß ich nicht, kleine, wenn wir gerade bei Schatztruhen sind, so zum Beispiel eine kleine Schatztruhe, wo dann irgendwie Sachen reinkommen oder so. Die man dann, weiß nicht, die man dann da, Schmuck oder so. Aber man hat es halt selber gemacht, das finde ich schon cool. Hat der schreibt noch, aha, nee, ich habe Licht an. Was? Na und? Das ist nicht dunkel. Künstliches nein, Licht. Nein, ja, nein. Nein, Frank, künstliches Licht macht unglücklich. Wenn Stulle in den Stream kommt, steigt der Streammeter um 3 Stufen. Ja, schon, doch, ja. Ja. Ja, würde ich so unterschreiben. Treppe, nein, nein, wir wollen nicht eure komischen Fetische wissen, was ihr ohne Stream macht, in Klammern Stromkabel und so weiter. Was? Katja, spucken ist normal, nicht ekelhaft, Lena, Baby. Ja, ist okay. Ich hab euch angespuckt, Katja sagt, es ist okay. Gammelstulle, mach auch 3D-Sachen und teil sie. Nice. Ja, stimmt, da hatten wir mal drüber nachgedacht, ne, ob ich mal 3D-Sachen machen soll oder so. Aber ich glaube, das ist eher. Ich weiß nicht, wie spannend das ist, vor allem, weil ich die ganze Zeit hier sehr so. Ich weiß nicht, was ich weitermachen muss. Ich habe gesagt, 90% meiner Wohnung besteht aus 3D-Druck. Ah, wie cool. Viele kleine Helfer und so weiter. Das ist cool. Ich glaube, das ist super praktisch, ja. Sehr nice. Gammelstulle, Stress. Ich meinte Stress. Was ist heute los mit mir? Ach, der Stressmeter. Ach so, nicht der Streammeter. Ja, Streammeter ist aber voll okay. Ja, hätte ich es unterschrieben. Stressmeter unterschreibe ich nicht. Das wird nicht stressiger, wenn du da bist. Ganz im Gegenteil, weil ich mich dann immer schön unterhalten kann. Das mag ich. Ich habe gesagt, habe fast täglich 2 Drucker laufen. Oha. Boah. Krass. Aber ich finde, das ist schon sehr cool, wenn du so deine eigenen Sachen irgendwie machen kannst. Und dann druckst du die und dann guckst du, ob die funktionieren. Siehst du, Katja, das war doch mit dir, wo ich mit dir unterwegs war. Da hat einer in dieser Technikergruppe geschrieben, ob zufällig jemand ein Kleingewerbe mit 3D-Druck irgendwie am Laufen hat. Und dann habe ich noch gesagt, oh, das war eine sehr spezifische Frage. Und da kam von einem anderen zurück, nee, aber hab drüber nachgedacht oder so. Und ich dachte so, hä? Ist das jetzt sowieso ein Ding, dass alle 3D-Druck machen und das als Kleingewerbe irgendwie auch anmelden? So, damit sind wir fertig für heute mit den Emotes. Aber wir sind ja gerade nicht so viele. Oh, ein selbstgebauter 3D-Drucker. Ah, ist okay. Und ein Ender 3 Pro Prusa. So, wir sind jetzt, glaube ich, auch 2 Stunden, sollten wir ungefähr dran sein. Also noch nicht ganz. Ja, so ein Treffen. Ja, genau. Weil der Stream sich ja mittendrin verabschiedet hat, da muss ich sowieso gleich gucken, wie ich das hochlade. Ob ich da irgendwie Part 1, Part 2 oder so draus mache. Ja, da sind wir schon durchgelaufen da unten. So. Da unten siehst du ja schon die Zeit. Ja, aber die Zeit ist egal, weil Twitch das aufnimmt. Ach so, okay. Ne? Okay, was willst du? Kennt ihr die schwule Pärchen auf TikTok, Instagram? Der eine ist trotzdem weiter. Den kann, heißt die. Oh, okay. Okay, nee, habe ich bisher noch nicht. Er hat Kinderbuch gemacht, finde die beiden echt süß. Nee, die kenne ich nicht. Ja, wir sind nicht 53 Minuten tatsächlich dran, das war wegen der Unterbrechung. Wir sind eigentlich laut dem Programm schon eine Stunde und 45 Minuten schon insgesamt. Ja, ich habe, eben hat das Internet sich leider verabschiedet. Frech, auf jeden Fall. Ja. Wir schreiben eine Beschwerde. Hat Kai schon was geschrieben? Wir hatten ja Kai einmal beschworen. Achso, hier klicken wir neu zu laden. Ah ja, jetzt sind wir auch wieder da. Hatten wir Kai eigentlich nicht beschworen? Hat er nie geantwortet? Nö. Ja. Kai hasst uns. Manu. Okay, in Ordnung. Ich schicke mal privat, hehe. Dann könnt ihr ja noch 2 Stunden. Na. Also mein Durchschnittsstream ist meistens so 2 bis 3 Stunden ungefähr. Also Lena hat ja auch frei.
Könnt ihr nochmal 12 Stunden Stream machen? Was? So wenig? Mhm. Ja, ja, meine Süße. Ja, Katja, ich habe den Namen gerade eingegeben. Wir haben den jetzt. Wir gucken später mal. Ja, Links schicken geht leider nicht. Ich glaube, du kannst leider keinen. Ja. Also, eventuell, wenn ich die VIP mache, das könnte ich eigentlich. Katja als Mod machen. Gerade nicht zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ich Katja als Mod machen würde. Die macht damit noch Blödsinn. Nein, Katja bannt einfach alle, die böse sind. Also alle. Genau. Vielleicht ist das auch so ein Ding, Treppe hat ja eben nachgefragt, warum so wenig zugucken oder so, aber vielleicht du kannst für mitmachen. Ja, versuch mal. Stimmt. Treppe scheint sich auszukennen. Ich bin nicht gut im Stream, das ist wahrscheinlich auch noch so ein Grund. Slash Perm. Weil ich die meisten Sachen nicht verstehe. So? Nee, R. Ja. Ja, nee, da war doch ein R. Komisch, R-M-I-T. ich als Mod gefährlich. Nee, irgendwie gibt's nicht. Nee, gibt's nicht, ne? Paul. Eine Abstimmung, ja. Wie mache ich das? Da musst du schreiben. Ah. Also, okay. Was? Jetzt. Nein. Lass gleich! Nein und nein. Ich habe die erste Umfrage auf diesem Kanal gestartet. Wow. Das ist die allererste Umfrage, die es gibt. Hör mit bei Umfragen, sorry. Mm. Ich habe dafür jetzt eine Umfrage gemacht. Ja. Wovon waren wir? Genau, ich wollte eigentlich gerade mal. Paul war Umfrage, ne? Das war ja gar nicht. Oder? Du hast Paul. Paul. Ja, Paul ist ja Englisch für Umfrage. Ja, ja, nee, ich meine, das war ja gar nicht Permit, weil da steht Permit war Umfrage. Ich wollte einmal kurz Profi-Werbung machen, weil wir sind ja eh gerade nicht so viele. Dann mache ich einmal kurz, zeige ich euch mal, was das Profi-Bild für diesen Monat wird. Weil es noch nicht fertig ist, kann ich euch das ruhig zeigen. Das fertige Bild sieht man dann auf Kofi. Tada! Oh, wow. Ja, das wird das Halloween-Bild diesen Monat. Das Tolle ist, dass ich die ja dann für Halloween male. Die Kofi-Leute sehen das. Und der Rest... Oh. Ja, hat gewonnen, Frank. Sehr, ja, hat nicht gewonnen. Kann ich gucken, wer abgestimmt hat? Nee, schade. Oh. Süß, süß. Melz. Wie cool, ja. Das Kofi-Bild. Ja, ist wie gesagt noch nicht fertig. Ne? Die ganzen Blumen sind ja auch, sind alle noch sehr flach. Die haben noch gar kein Licht. Vielleicht und Schatten und so. Scrollen an. Ja. genau, aber das mache ich dann noch fertig irgendwann die Tage und dann kommen die ganzen Kofi-Sachen. Ihr kriegt das ja dann zu Halloween. Also die Kofi-Leute kriegen das dann zu Halloween. Und alle anderen kriegen das dann irgendwie Neujahr oder so gezeigt. Wo ich denke, ja, super. Genauso zu Weihnachten. Zu Weihnachten gibt es dann bestimmt irgendein Weihnachtsbild. Und das gibt es dann für die anderen so im Sommer. Ja, aber ansonsten, das hier ist übrigens Lou. Und das hier ist auch Lou. Und die anderen heißen Wolfi und Löwi und Hasi und Biber. Hat er sagt, Happy Edge Day, Bitches. Ah, okay. Happy Edge Day. Es gibt einen Befehl auf Stream Elements, musst du mal schauen. Ich guck wahrscheinlich, also Lou ist mein Liebling. Ja, Lou ist ja auch, Lou ist Baby. Ich guck, ich habe halt Links extra aus, ne, damit nicht gespammt werden kann, aber bisher hat das eigentlich eher, war es eher blöd. Aber ich bin zu unbeholfen dafür, schnell, wenn dann wirklich jemand spammen würde, da schnell drauf zu reagieren, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich hier tue. Deswegen ist das ein bisschen... Wo tauchen jetzt eigentlich die ganzen Leute auf? Wo waren die ganze andere Zeit? Ja. Du bist mein Lieblingslink. Oh. Ja, aber du als Streamer kannst es zulassen. Muss ich denn dann drücken? Kann ich vielleicht auch einfach Katja... Flüstern folgen, Abo schenken. Ja. Rechtsklick auf die drei Punkte oder so.
Sperren. Ich könnte auf jeden Fall sperren, das heißt, das könnte ich wahrscheinlich schnell machen, wenn jemand recht genau. ist. Genau, ne? Timeout. Ich kann Katja ein Timeout geben. Katja hat schon 237 Nachrichten. Oh, da siehst du auch schnell, wie oft schon getimeout und so, falls jemand sich wiederholt, wiederholt auffällt. Süß. So viele süße Leute im Stream. Ja. Ja. So, was machen wir? Gucken wir, wer auch zeichnet. Mal gucken. Da können wir nicht schon wieder hinraiden. Ach, stimmt, ja, ja. Guck mal, da sind wir. Oh, wow. Und da ist ein Dino, das sieht ganz so toll. Mir den Dino angucken. Ich gehe mal davon aus, dass das die Referenz ist. Da so richtig weit vorne. Dann... Mach das mal leise. Nee, Moment, Panda. Da sind wir letztes Mal schon gewesen. Ich bin mir fast sicher. Mhm. Ah, ich versuche halt Leute zu erwischen, die wir noch nicht so hatten, ne? Doch, die Person hat aber relativ viele Leute, die zuschauen. Gehen wir mal nach hier. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Mann, das ist aber auch so wenig Leute gibt, die hier Zeichen streamen. Was soll denn das? Stimmt, guck mal, das sieht doch auch süß aus. Aber das ist immer noch. Das ist immer noch. Okay, und die Person erzählt. Wir gehen jetzt nach hier. Okay. OBS? OBS. Ja, es wurde dann noch. Was sagt Katja? Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich es verdeckt. Oh Gott, irgendwie oben muss man wohl was kommen. Timeout! Ich verdiene ein Timeout. Timeout. Dann, B-Raids, ja, Stulle. Raid, sorry. Ja. Könnt ihr raiden bei. Lizzie, Oh nein. Ich hab euch lieb, Lena und Frank, Baby, sehr ganz süß und wunderbar. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, du musst nicht so schnell. Okay. Aber Treppe, es tut mir leid, ich sehe das jetzt gerade eher. Ja, wir waren schon auf der Suche, dann haben wir. Ja, ich habe den Chat leider dann nicht offen gehabt. Nein, es tut mir leid. Ich kann den Raid abbrechen. Ich kann den Raid wirklich abbrechen. Hab ihn abgebrochen. Okay, wer ist das? Schauen Sie nach. Was tue ich hier? Ja, da werden. Also irgendwas wird da erstellt. Ich sehe auch, dass es eine Kamera ist. Eine Vektorgrafik. Ja, richtig. Wow. Ja, fein. Ich weiß sogar, wie die gemacht werden. Gut. Zwar mit Faden statt mit Pixel. Hast du dir mein Tutorial angeguckt? Bin schlau. Oh. Dann gehen wir da hin. Moment. Oh, abgebrochen. Spannend. Bring sie nochmal dazu, ein Raid abzubrechen. Nein. Nein. Oh, verdammt, ich habe viel falsch gemacht. Ich dachte auch gerade so, ich glaube, wir noch was hinschreiben. Ja. Das ist einfach die Person. Ja. So, jetzt. Noch 10 Mal, dann sind wir bald nochmal eine Stunde streamen. Genau. Abgebrochen in Ehre des Edge Days, weil man mit einem X abbricht und das auch für Edge steht. Ja, genau. Weil Lena ja auch voll Edge ist und so. Versehentlich, ja. Versehentlich Edge. Man kennt es, man wacht morgens auf und dann ist man einfach straight Edge. So, okay, ich hab's hinbekommen. So, dann würde ich mal sagen, danke an alle, die da waren. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Schön, dass ihr gegen Ende noch... Dicker Raid, ja! Schön, dass ihr gegen Ende noch eingeschalten habt. Und trotz Stream-Abbruch zwischendurch einmal. Ja, Frank war wieder da. Ihr habt die Mia gesehen. Das bin ich. Ich bin der Frank. Wir haben die Emotes fertig gemacht. Genau, ansonsten... Danke fürs Dasein, Baby. Ja, Katja. Danke euch auch fürs Dasein. Genau, ansonsten, ich mache nochmal einmal kurz den Discord-Link. Das ist aber... der Discord.
Falls ihr Lust habt, da können wir Dinge machen und schreiben und da fliegen ganz viele Emotes. Frank ist dein Mann oder Freund oder Hausklav. Eine Mischung aus allem. Such dir eins aus. So eine Mischung aus allem, irgendwas dazwischen. So, ansonsten, man sieht, hört und stört sich. Der Ehemann. Na, nicht ganz. Frank ist der Ehemann. Nein. Der Ehemann ohne das Offizielle. Okay, macht's gut. Bis nächsten Dienstag. Ja. Ganz interessant, dich winken und dann von jetzt auf gleich so. Du bist an der Inn. Warte, wir müssen jetzt schnell rüberwechseln. Hier Ton ab. Freundin von mir. Wow! Hallo! Wie komme ich denn dazu? Lena, guten Tag. Und danke schön für den Raid. Ja, bin ich. Info für die Leute, die schon da sind und das Pokémon-Minispiel spielen. Es gibt jetzt eine Bonuszeit. Jetzt sind die Shiny-Pokémon, die Shiny-Wahrscheinlichkeit erhöht. Hallo, dankeschön. Du hast gar nicht was gesagt. Guten Tag. Ne? Gammelstulle hat auch direkt gefollowt, habe ich gesehen. Dankeschön für den Follow. Guten Tag, hallo. Das ist aber lieb. Dicker Raid. Treppe Cologne. Den habe ich schon mal gesehen. Warte mal, Treppe sagt mir was. Den Usernamen kenne ich. Treppe hat uns hergeschickt. Oh, dankeschön. Und es gibt ein Shiny Illumisee als Belohnung. Ach, das ist irgendein. Ja, klar, sag ich dir das. Dankeschön. Irgendein Minigame im Stream. Ich erinnere mich, es ist ein bisschen hier, aber dankeschön. Ach so, okay. Dass hier irgendwie so Pokémon auftauchen. Ich bin die Lüsi, ich mache Dinge. Ja. Heute arbeiten wir mit meinem Laser. Mach mal unseren Stream. Der steht aus. Da und gerade bereite ich ein Motiv vor.